Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon, dem Sammelkartenspiel online. Wir werden heute mal im Versus-Modus tatsächlich gegen echte Menschen spielen. Und zwar werden wir das mit dem Kamalm-Themendeck machen, weil ich das recht witzig finde. Das ist auch eines der neuen Decks, die gerade rausgekommen sind, mit diesem Farbenschock-Booster-Pack. Mit diesem Booster-Pack ist auch dieses Glurak-Themendeck rausgekommen. Und Glurak ist ja sowieso irgendwie voll gehypt und deswegen spielen immer alle irgendwie Feuer. Und deswegen ist das umso besser, wenn man sich auf Wasser konzentriert. Und Kamalm ist nun mal ein Wasserdeck. Und damit hat man eigentlich sehr gute Chancen. Aber zunächst gehen wir nochmal einmal kurz in die Sammlung rein. Denn der gute YOLO-King hat mir ein paar Booster-Packs geschenkt, die er irgendwie dabei hatte bei seinen in real gekauften Booster-Packs, die er gekauft hatte. Und deswegen habe ich jetzt hier 23 Booster-Packs und sogar noch 3 Truhen. Und die werden wir jetzt alle mal im Schnelldurchgang öffnen und gucken, ob da irgendwas Cooles drin ist. Ich bin jetzt nicht der oberkrasseste Pokémon-Kartentyp. Heißt, ich weiß vielleicht nicht auf Anhieb, was jetzt gut ist und was nicht. Aber wir gucken einfach mal. Einiges kenne ich dann doch und wird bestimmt ganz toll. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit unserem Booster-Pack zu Sonne und Mond. Und da drin haben wir... Hui! Da! Geil, neue Karten! Nix krass. Oh doch, das Blitzer ist ganz cool, glaube ich. Oh, und Absol auch. Okay, die finde ich schon mal mega geil. Und die letzte Karte ist eigentlich immer irgendwas Glitzerndes. In diesem Fall nicht. Wieso das denn nicht? Ich dachte, eine glitzernde Karte ist immer drin. Ach, hier, mein Absol ist glitzernd. Okay, ja, klar. Ein Silvarro hatte ich, glaube ich, aber auch noch nicht. Aber die Vorentwicklung hatte ich schon. Ist eine dritte Entwicklung von einem Pokémon, ne? Ja, ist jetzt nicht so toll. Na gut. Aber der Absol und so, cool. Das nächste Booster-Pack, das Sturm am Firmament. Das habe ich von YOLO-King geschenkt bekommen. Also überall, wo... hier so eine blaue 2 zum Beispiel drin steht, ohne dass das so gelockt ist. Die habe ich geschenkt bekommen. Daran erkennt man das. Die sind dann auch immer tauschbar, die anderen leider nicht. Die habe ich dann halt im Spiel selber bekommen, aber ich wollte die trotzdem jetzt alle mit euch zusammen öffnen. Okay, also. Sturm am Firmament. Was wird da drin sein? Ich habe auch gar keine Ahnung, ob da überhaupt irgendwas Cooles drin sein wird. Oder was da so die krassen Karten drin sind. Ein Gekarbor. Finde ich schon mal cool. Einfach. Oh, und sogar 2 Karten, die ich aufdecken kann. Na gut, was haben wir hier? Oh, ein Latios! Und noch ein Solgaleo, diesmal als dritte Entwicklung. Okay, das war mir zum Beispiel auch gar nicht bewusst, dass Solgaleo überhaupt Vorentwicklungen hat. Ich dachte, es wäre ein legendäres Pokémon. Ein Solgaleo habe ich von YOLO-King nämlich auch geschenkt bekommen. Okay, Solgaleo ist aber ja ist cool, oder? Ich glaube, ich habe die Vorentwicklungen nicht, das heißt, ich kann mit denen gar nichts machen, aber ist, glaube ich, trotzdem ganz cool. So, im zweiten Pack haben wir was. Ein Jungglut. Kann ich den auch endlich entwickeln? Nice. Oh, wir haben Hierari bekommen! Das ist doch sogar das Pokémon, das vorne drauf ist. Heißt es jetzt, dass der richtig krass selten ist? Und er glitzert auch noch und alles, aber wahrscheinlich glitzert er immer. Wenn man den bekommt von seinen Preiskarten, dann darf man noch eine weitere Preiskarte sich nehmen. Und ein Radikal GX. Voll hässlich das Ding, aber bestimmt ganz stark, ja. Geil, okay, also die waren schon mal richtig gut. So, packen wir den nächsten 4 aus. Einmal Echo des Donners, dann haben wir sogar 4 Stück gleich. Tada! Okay, auf den ersten Blick nichts wirklich krasses dabei. Und ein Latorn ist jetzt auch nicht so krass. Okay, das war ein Reitfall. Auch nichts krasses, außer vielleicht das Kirlia. Das finde ich ganz gut. Und wieder 2 zum Aufdecken. Nee, finde ich auch beide nicht so geil. Donnerberg. Ah. Guck mal, ein Lorblatt und Endivi haben wir auch gleich. Dann können wir die gleich entwickeln. Und ein Alola Vulnona GX. Also cool aussehen tun diese GX-Karten schon, das muss ich zugeben. Ich werde mir die jetzt nicht alle direkt angucken. Aber aussehen tut es schon mal cool. Und das ist das Wichtigste bei Pokémon, oder? Dass die Pokémon süß oder cool aussehen. Oh, ein Feuerriegel. Süß und knuffelig. Okay, sagt mir auch gar nichts. Noch nie gesehen, dieses Pokémon. Und ein Malueta. Okay, sagt mir jetzt auch nicht so viel. Okay, also die Booster-Packs fand ich jetzt nicht so ganz toll. So, nächstes. Bund der Gleichgesinnten. Zack, da haben wir nur ein Booster-Pack. Sollte also schnell gehen. Wollen richtig wenig neue Karten, ne? Die hatte ich alle schon mal irgendwann. Und dieses komische Trump-Pokémon. Alles klar. War jetzt auch nicht so toll. Dann Aufziehen der Sturmröte. Zack. Einfach alles neu. Und die beiden Karten zum Aufhängen. Oh, ein Katagami GX. Mit dem kann man sich einfach eine Preiskarte nehmen. Mit seiner GX-Attacke. So, da haben wir noch ein paar, die einfach nur Sonne- und Mond-Booster-Pack heißen. Alles klar, whatever. Zack. Panzer-Eron auch mega cool. Und als Special-Karte ein Lunala GX in diesem super-ultra-heftig-Seltenheitsgrad. Also, dass sogar die Karte so rillig ist. Und schon wieder dieses komische Viech hier vorne. Lunala und dieser Leo-Typi haben dieselbe Vorentwicklung. Ich habe Sonne und Mond halt kaum gespielt, deswegen weiß ich das gar nicht. Also zumindest habe ich sie auch nicht zu Ende gespielt, wo die dann wahrscheinlich ankamen.
Oh, ein Evoli! Da habe ich doch auch einen Sound hier. Warte, da. Nee, das war falsch. Da, woi, woi. Evoli ist immer knuffig. Und noch ein Austers. Na gut. Das nächste Pack. Oh, es gibt davon auch noch einen anderen. Lorsadin. Lorsadin finde ich auch cool. Den werdet ihr gleich auch sehen bei dem Kamalm. Oh, wir kriegen einfach nach Tara GX. Mega gut. Die fand ich jetzt alle doof, aber das Quapsi sieht zumindest witzig aus. So, das nächste. Auch nichts Spezielles dabei. Aber das Diktri sieht witzig aus. Da gar nichts. Als nächstes dann Flammende Finsternis. Blau. Auch nichts wirklich Gutes dabei. Okay, ich nehm's zurück. Hundemon. Wie? Zumindest super selten. Da kann man dann halt sich auch, das kann man zumindest tauschen gegen andere Booster-Packs, dass man dann vielleicht noch bessere Karten bekommt. Für mein Deck brauche ich einen Duster jetzt nicht wirklich. Also ist mir das relativ egal, aber cool, dass ich den habe auf jeden Fall. Guter Landa ist wahrscheinlich ziemlich stark. Juckt mich aber ehrlich gesagt auch nicht so für meine Decks. Bisher zumindest noch nicht, vielleicht kommt das noch. Wenn sich Leute von euch mit diesen Karten auskennen, dann könnt ihr mal schreiben, ob da irgendwas richtig krasses bei ist. Mann. Behordior. Und mir einfach mal sagen, ob ich vielleicht ultra die krassen, seltenen Karten dabei habe. Und die gar nicht wertschätze. Das wird helfen. So, ein Farbenschock Booster Pack haben wir auch noch. Den habe ich, glaube ich, auch im Versus-Modus bekommen, weil ich so viel gespielt habe. Die sollten jetzt eigentlich alle neu sein, weil ich habe gar keine Farbenschock-Karten. Einen Lugia, ja moin. Und ein Monte Carlo V. So, gleich sind wir durch. Noch 4 Booster Packs und dann noch die Kisten. Clash der Rebellen. Die sind meines Wissens nicht so beliebt gewesen. Also die kriegt man auf jeden Fall recht günstig im Internet, wenn man die Booster Packs nicht kaufen will. Und noch ein Kotobi, den auch irgendwie jeder hat. Also okay, war jetzt nicht so krass. Und im zweiten auch nichts wirklich Tolles. Nö. Letztes Schwert- und Schild-Booster-Pack. Haben wir auch nochmal 2. Zack. Das ist immer so befriedigend, das aufzuknibbeln hier. Sehr viele Wolfs- oder Hund-ähnliche Sachen hier. Ein Kleptifuchs haben wir, einen Vulpix, einen Voldi. Und die umgedeckte Karte. Ein Libello. Na gut, kann man machen. Auch nichts Krasses. Noch ein Relaxo. Kann man machen. Relaxo hat immer schön viel Leben zumindest. So, und dann haben wir noch eine Raritätstruhe. Da kann meines Wissens alles Mögliche drin sein. Also eigentlich weniger Karten, sondern genau, eher diese Punkte. Aber anscheinend haben wir auch noch eine Karte bekommen. Okay, cool. Aber ich glaube, da können auch so Skins drin sein, dass man sich anders anziehen kann. Aber bisher noch nicht. Eine Hitzeenergie. Wow. Brauche ich gar nicht. Ich will kein Feuerdeck spielen. Danke. Und noch ein Skunktank. Okay, die Kisten waren jetzt nicht so krass. Gut, ja, das war's mit dem Auspacken. Vielleicht hat das ja einige interessiert. Auf jeden Fall danke an YoloKing, dass er mir da die Codes gegeben hat. Kann ich bestimmt irgendwann nochmal was mit anfangen. Aber heute spielen wir dann jetzt mal mit dem Team der Kamalm. Weil da sind witzige Sachen drin, die ich euch hoffentlich zeigen kann im Match. Ihr seht ja schon, ich habe eine Siegesserie von 7. Die habe ich auch einzig und allein mit Kamalm gemacht. Ja. Und wir probieren jetzt einfach mal aus, ob wir da vielleicht eine Siegesserie 8 draus machen können. Denn alle guten Dinge sind 8, nicht wahr? Und er hat natürlich ein Feuerdeck. Es war so klar. Der ist 14. Die haben nämlich immer Feuerdecks. Und ich will immer Kopf aus bei dem Münzwurf. Ja, ich habe sogar gewonnen. Und ich möchte nicht anfangen, danke. Ich will nie anfangen. Okay, wir haben leider eine schlechte Starthand. Aber bei diesem Kamalm-Deck gibt es nämlich einige Besonderheiten. Da haben wir auch schon die erste mit dem Orgel. Der kann nämlich nur angreifen, wenn Picuda auf der Bank sitzt. Und pro Picuda, der auf der Bank sitzt, den man dann auf den Ablagestapel tut, macht man 60 Schaden. Also der kann in einem Zug 180 Schaden machen. Ah, hier mit Barakiva, wir haben gar kein Glück gerade. Ja, scheiße, ich kann nicht viel machen. Normalerweise habe ich halt Picuda wirklich in der ersten Runde oder so ein anderes Pokémon, mit dem man, wenn man es einsetzt, 8 neue Karten bekommt und sowas. Und dann habe ich eigentlich immer ein Picuda dabei, aber diesmal leider nicht. So, ja, der Gegner wird halt auf Glurak gehen. Ist das neue Glurak-Deck? Das weiß ich gar nicht. Werden wir aber sehen, sobald er sein Glumanda mal entwickelt. Ich vermute aber fast schon. Das kann sein Lugia viel Damage machen mit 3 Dingern auf jeden Fall. Dann holen wir uns 7 neue Handkarten. Ist ein bisschen dumm jetzt, weil Kamalm dadurch weggeht. Den wir uns ja davor noch geholt hatten. Und Kate leider auch. Aber ich brauche unbedingt Picudas hier. Wir werden dann in der nächsten Runde Picuda einwechseln. Und ihr seht schon, ausschwärmen. Damit kann man sich nämlich noch 2 Picudas aus dem Deck auf die Bank legen. Und ja, das ist das neue Glurak-Deck, okay. Also die beiden neuen Decks kämpfen hier gegeneinander. Das Kamalm-Deck gegen das Glurak-Deck. Das Glurak ist halt auch mega stark. Der macht nämlich für jede Delium-Karte, die in seinem Ablagestapel ist, nochmal 50 Schaden mehr. Und diese fucking Karte braucht nur 2 Feuerkarten. 2 Feuerenergiekarten, um überhaupt irgendwas zu machen. So, wir werden trotzdem Picuda rausholen.
Wasserenergie an Picuda. Wir suchen nochmal unser Deck, holen uns ein Orgel natürlich. Orgel ist nämlich sehr, sehr wichtig für unser Vorhaben. Das ist klar. Dann kommt Orgel auch gleich schon raus. Picuda wird wahrscheinlich gleich sterben. Aber bevor Picuda stirbt, setzen wir noch Ausschwärm ein. Jetzt hoffe ich, als ob ich keine einzige Picuda-Karte im Deck habe. Die sind beide in meinen Preiskarten drin. Ja, dann habe ich ja jetzt schon verkackt. LOL! So viel Pech hatte ich noch nie. Okay, also das war mega unlucky. Wir probieren es nochmal. Okay, wir kriegen noch ein Feuerdeck. Diesmal vom Gurshi. Schon wieder kein Picuda. Was denn hier los? Ich krieg sonst immer ein Picuda. Immer. Okay, aber wir haben zumindest einen Superball. Damit können wir uns einen Picuda aus dem Deck holen. Und dann ist auch alles cool. Oh, wie man so viel Pech haben kann, dass einfach zwei Picudas im Gewinnstapel hier drin sind bei den Preiskarten. Viel zu heftig. So, okay, wir setzen unseren Superball ein, holen uns einen Picuda. Ja, Picuda ist wichtig. Und wir haben sogar Barakiefer hier auf der Hand. Das heißt, wir können ihn sogar noch verbessern, wenn er lang genug überlebt. Auf jeden Fall Picuda erstmal raus. Wir geben Picuda auch gleich schon Wasserenergie. Und das war's dann erstmal. Die Sache an Mogelbaum ist halt, den muss man in einem Schlag vernichten. Denn sonst macht er richtig viel Damage mit seinem Dreschflegel. Das kostet nur eine Energie und macht 10 Damage für jede Schadensmarke auf ihn. Also für jede 10 Damage, die Mogelbaum hat, macht der ebenso 10 Damage auf andere Pokémon. Oh, toll, ey. Jetzt haben wir noch einen Picuda hier. Ey, ich habe voll Pech hier gerade. Das ist ja unfassbar. Na gut, na gut, na gut. Ich gebe mal dem Otaro eine Energie. Beziehungsweise holen wir uns hier erstmal nochmal eine verbesserte Karte, um unser Otaro zu entwickeln. Können wir zumindest 20 Damage machen. Er macht dann auch 20 Damage, aber finde ich jetzt, to be honest, gar nicht so schlimm. So. Los, Svotronin! Attacke! Okay, er zieht tatsächlich zwei Karten. Das ist sehr interessant, finde ich. So, wir können mal Picuda entwickeln. Können wir nochmal Betis einsetzen, um unsere Wasserenergie auf Barakiefer zu packen. Und in der nächsten Runde können wir dann einfach nochmal 7 neue Handkarten ziehen. Dann haben wir das, glaube ich, optimal ausgenutzt. Und wenn er jetzt nicht angreift, dann ist er, glaube ich, dumm, oder? Aber an seiner Stelle würde ich jetzt wirklich mal angreifen. 40 Damage ist jetzt nicht so wenig. Ja, okay, er hat angegriffen. Das Gute ist, er kann im nächsten Zug sowieso nicht töten. Wir holen uns einmal 7 neue Karten. Bap, 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 bap. Dann haben wir unseren Orgel. Alles klar. An sich müssen wir wirklich austauschen. Das machen wir jetzt auch. Ist zwar ein bisschen blöd, weil wir dadurch jetzt zwei Energie verlieren. Aber mit Barakiefer können wir ihn zumindest instant töten. Und dann passt das schon. Ist der Mogelbaum wenigstens weg, kann er keine neuen Karten ziehen. Und der wird halt immer stärker, umso mehr Schaden er bekommt. Das finde ich doof. Wir kriegen leider nur einen Orgel als Preiskarte. Und er packt seinen Lugia rein, der einfach noch gar nichts kann, okay? Wir müssen im Kopf behalten, dass wir nur noch einen Picuda eventuell im Deck haben. Vielleicht ist der auch in den Preiskarten drin. Heißt, es wird sich nicht lohnen, mit Picuda hier das Ausschwärmen zu nutzen. Das finde ich echt schade, das hätte ich euch gerne gezeigt. Damit kann man nämlich richtig cool am Anfang schon agieren und den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen mit Orgel und Picuda. Jetzt ist das eher so klassisch. Na gut, wir ziehen einfach mal drei Karten, gucken, was wir haben. Wir haben einen Kamallen bekommen, eventuell kriegen wir noch die Vorentwicklung. Kamehubs, nice, nehmen wir mit, oder? Ja, nehmen wir mit. Kommt natürlich auch gleich auf die Bank, dann können wir nämlich Kamalm später noch machen. Dann einmal ein flinke Kopfnuss. Im nächsten Zug kann er unseren Barakiefer sowieso noch nicht töten. Passt schon. Das sieht jetzt auf jeden Fall besser aus, aber ist mir zu klassisch hier gerade, wie das abläuft. Oh, wieder Schere, Stein, Papier. Okay, okay, der gute alte Stein. Okay, die gute alte Schere. Haha! Einmal Papier genommen. Und da hat er sein erstes Glurak. Gibt's ja gar nicht. Kann man sehen, wie viele... Naja, er hat noch keine Delion-Karte in seinem Ablagestapel. Heißt, sein Glurak macht tatsächlich nur 100 Schaden. Was ich auch schon viel zu krass finde. Der braucht nur zwei Feuerkarten und macht 100 Schaden. Ja gut, es ist die dritte Entwicklung, schon klar. Okay, ich hab dumm agiert, Leute. Ich hätte den jetzt schon töten können. Hier sein Lugia, in den ich noch einen Picuda mir geholt hätte, mit Sarnia. Und dann mit Orgel angegriffen hätte. Habe ich aber nicht gemacht. Wie sind du von mir, ne? Was soll's? Kamehubs, du kriegst das. Und viel mehr will ich eigentlich gar nicht machen. Nö. Greif einfach mal an hier. Actually wäre das richtig gut, wenn er Barakiefer tötet. Weil dann ist Picuda auch wieder in unserem Ablagestapel. Und dann könnten wir ihn aus dem Ablagestapel wieder rausholen. Mit Kate. Früher oder später. Und dann ist das alles cool, Leute. Das ist alles tutti-frutti. So, wir geben Kamehubs seine dritte Wasserenergie. Bin ich eigentlich zufrieden.
hauen den mit dem flinken Kopfnuss weg, kriegen unsere zweite Preiskarte. Barakiefer wird im nächsten Zug auf jeden Fall tot sein, aber wie gesagt, ist mir das relativ Wayne. Denn dadurch kriegen wir Kate dann irgendwann. Und dann kann Urgel auch mal zeigen, was er drauf hat. Oh, er ist ja mutig, dass er seinen Glurak hier rausholt. Das ist ja quasi seine einzig gute Karte. Und guck mal, sein Jan Mega macht nur 130 Damage. Das ist weniger, als unser Kambalm am Leben hat. Also, Kamihaps, I choose you! And because Kamihaps is now Kamalm. Tja, damit hätte keiner rechnen können. Oh, der 80er hätte nicht gelangt, aber 280 Damage wird wohl lang, ne? So, wir holen uns nochmal ein paar Karten mit Stuart. Nehmen natürlich den guten alten Stein. Er wird wahrscheinlich trotzdem Papier nehmen. Nee! Davor hat er die ganze Zeit Papier genommen. Jetzt einfach mal nicht. Alles klar. So, und wir können unseren Spottom auch zu Admurai weiterentwickeln. Mega gut, Alter. Mega gut. Otaro kann von mir aus auch nochmal raus. Und jetzt 280 Damage auf Glurak. Vernicht ihn, Kamalm. Am, 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 am. Armes Glurak, der arme Typ. Oh, nee, er tut mir voll leid. Und mit ihm kann er den nicht mal töten, weil der nur 130 Damage macht. Oh nee, er tut mir voll leid. Der Gorsi. Der arme Gorsi. Komm, da spielen wir eine traurige Musik für ihn ein. Oh, der arme Gorsi. Tut mir voll leid, der kann gar nichts mehr machen. Wie soll er denn jetzt noch gewinnen? Manu, da hat er 4 Energiekarten auf sein Dings gemacht und er macht das sogar nur 50 Damage. Warum? Achso, weil er Kehrtwende gemacht hat. Oh, na gut. Traurige Musik wieder weg. Er hat mich verarscht, der Typ. Er hat mich verarscht. Jetzt will er den im nächsten Zug töten, wenn ich seinen Jan mal töte. Weil dann kommt einfach sein Jan Mega wieder rein und dann ist mein Kamalm tot. Aber so nicht, mein Freundchen, so nicht. Ich ziehe 3 Karten. Und bei diesen 3 Karten ist ein Picuda dabei. Okay, das finde ich gut. Ich will den jetzt ehrlich gesagt noch nicht töten. Aber wie töte ich den denn nicht? Wir geben mal dem Urgel zumindest schon mal eine Wasserenergie. Und werden auch unser Otaro einmal verbessern. Oh, Rückzug kostet 4 Dinger. Okay, ich glaube, ich muss meinen Kamalm töten. Und ich kann nur 120 Damage machen auf seinen Jan Mega. Mit meinem zweiten Picuda. Eventuell haben wir Glück und wir kriegen Kate in der nächsten Runde. Aber vermutlich eher nicht. Ja, aber ich kann gar nichts anderes machen, glaube ich. Oh, Klammerwelle. Ich kann den nicht zurückziehen. Also er ist so oder so tot, egal was ich mache. Wenn ich jetzt nicht angegriffen hätte, ja gut, dann hätte ich noch einen Zug länger Zeit gehabt. Aber na gut. Ist mein Kamalm halt tot? Ist halb so wild, Leute, ist halb so wild. Kriegen wir doch hin. Nein, nicht mein Kamalm! Sad life. Kamalm, ich hatte die so gerne! Okay, so, wir müssen jetzt mal nachdenken. Mit Urgel könnten wir halt 120 Damage auf einmal machen, ja? Das langt halt noch nicht. Aber ist mir, glaube ich, auch egal. So, komm. Let's go! Vielleicht. Okay, schade, keine Kate. Mit Kate hätten wir jetzt richtig den Damage machen können. Wir holen auf jeden Fall unseren zweiten Picuda hier unten hin. Ziehen nochmal. Warte mal. Nee, Picuda ist im Ablagestapel, ne? Und damit kann man nur im Deck nachgucken. Ah, schade. Na gut, na gut, na gut. Und wir greifen an. Mit dem Dauerwirkgeschoss. Und jetzt kann ich hier nämlich meine Picudas auf der Bank auswählen. Und für jeden Picuda, den wir ablegen, macht er einfach 60 Damage. Ist schon krank stark, finde ich. Und wenn man jetzt halt Kate wiederbekommen könnte, kann man die einsetzen und damit alle 3 Picudas aus dem Ablagestapel wieder auf die Hand nehmen. Und das ist wirklich ultra heftig stark. Kann man nicht anders sagen. So, Svatronin. Du kannst ja zum Glück mit einer Wasserenergie schon angreifen. Das finde ich sehr, sehr gut. Sorry. Ja, mega. Aber du bist jetzt tot. Oh, das wird aber ein bisschen... Das wird doch nochmal knapp hier. Guck mal, er braucht auch nur 3 Preiskarten. Und ich habe gar keine Energien mehr auf meinen anderen Viechern. Und der kann einfach 180 Damage machen. Wir brauchen eigentlich nur irgendwas, was 70 Damage macht. Ein Wasser-Pokémon, das 70 Damage macht, dann ist sein Viech da tot, dann haben wir schon gewonnen. Aber ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu siegessicher gefühlt. Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Damn! Oh, er hat ihn gerade so getötet und er muss nicht mehr seine Energie weglegen. Dameson. Er kann 180 Damage machen. Das ist jetzt ja sehr belastend. Warum kriegen wir denn noch keine Kate? Das finde ich richtig doof. Ich will doch einfach nur eine Kate haben. Ja, fuck. Was machen wir jetzt? Wir holen Urgel raus und müssen hoffen, dass wir eine Kate bekommen. Leute, mit einer Kate haben wir gewonnen. Ja, wir werden unsere Karten weglegen. Das Kamalm wird sterben. Wir brauchen jetzt eine Kate.
Ich habe weniger Karten auf der Hand, das ist mir sowas von egal. Ich brauche jetzt eine Kate. Kann nicht sein, dass ich noch gar keine Kate gezogen habe. Meine Güte. Okay, ich glaube, dann haben wir gewonnen. Er wird jetzt Kamal töten, dann hat er noch eine Preiskarte. Wir brauchen aber auch nur noch eine. Urgel wird eine Wasserenergie bekommen. Mit der Kate holen wir uns unsere Picudas aus dem Ablagestapel wieder. Ja, okay, wir haben gewonnen. Er hat angegriffen. Okay, perfekt. Ich glaube, das funktioniert. So, Orgel raus. Jetzt darf man nichts falsch machen. War eigentlich auch egal. So, Wasserenergie auf Orgel. Mit Kate holen wir uns unsere drei Picudas wieder. Ich hoffe, wir haben drei. Picuda. Und von mir aus noch eine Wasserenergie. Wir haben auch genug Platz auf unserer Bank. Die Picudas kommen auf die Bank. Okay, gut. Wir haben gewonnen. Zwei hätten sogar schon gelangt. Aber wir machen jetzt den Mega-Damage. Und alle drei weg für den ultimativen Schlag. 360 Damage. Aber selbst ohne Schwäche hätte ich gewonnen. Selbst ohne Schwäche, Leute. Oh, das wurde aber ja doch nochmal richtig knapp. Hätte ich gar nicht gedacht. Ihm fehlte auch nur noch eine einzige Preiskarte. Also so knapp waren die Matches, wenn ich nicht aufnehme, eigentlich nicht. Aber gut. Holy crap. Noch 52 Poké-Dollar Dinger bekommen. Nice. Oh, mein Herz pocht voll. Das war doch knapper, als ich wollte. Mann. Okay, dann war's das heute mit der Folge. Krass. Also ich mag dieses Kamal im Themendeck auf jeden Fall richtig gerne. Könnt ihr mir mal schreiben, welches Deck ihr am liebsten habt. Oder, also ihr seht ja, welche ich hier habe. Welches ich dann beim nächsten Mal vielleicht mal vorstellen soll. Dieser Laserfokus ist auch noch ganz witzig. Aber am liebsten habe ich tatsächlich das Kamal im Deck momentan. Ja, dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge ist jetzt nicht zu lang. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.